So, da wären wir wieder. Und wie ihr an der Anzeige schon sehen könnt, ich habe an den Mods rumgebastelt. Primär habe ich nur einen der Ditech-Mods zum Laufen bekommen. Das ging vorher nicht mit den Transport-Bells. Den habe ich jetzt aktiv bekommen, indem ich so einen Fix aus dem Forum benutzt habe. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch Zugriff auf gepanzerte Fahrzeuge und auf schnellere Fließbänder. Aber das müssten wir beides erst erforschen und braucht recht viele Ressourcen. Also nicht wirklich interessant, aber ne, nur damit ihr Bescheid wisst für später. Wir wollten uns um die Bäume kümmern. Wir wollten das Stein oben aus der Filteranlage direkt einschmelzen zu Ziegeln. Soweit alles richtig. Ich sollte vorher mein Inventar ausräumen. Wobei die Kohle kommt oben hin, das ist okay. Stein ist nicht so wichtig. Die Mauern könnten wir oben aufbauen. Chemiefabrik auch. Wir haben gar nicht so viel über, fällt mir auf. Wobei die Schmelzöfen, also diese alten Dinger hier, die könnten hier eingelagert werden. Wir brauchen keinen Iron Stick. Aus dem Iron Stick können wir Lampen machen. MK1 Boiler brauchen wir auch nicht. Den einen Stein tue ich mal hier rein. Die schwere Rüstung sollten wir mal anziehen. Das ist 3, 2, 3. 15, 6, ja. Sehr gut. Also das alte Ding weg. Repair Packs sind okay, das ist okay. Zu viele verschiedene Ärmchen. Alte Munition kann weg. Holzkisten benutzen wir nicht mehr. Ja, wir brauchen mehr Platz im Inventar. Das gibt es aber, glaube ich, leider nicht. Also es gibt noch einen Toolbelt-Slot. Dadurch bekommen wir dann nochmal 10 Plätze. Aber das Inventar selber können wir, glaube ich, nicht erweitern. Das ist ja so theoretisch gesehen schon lächerlich groß. Ich meine, wir laufen hier mit einer Tonne Kohle rum. 500 Eisenplatten auf dem Rücken gestapelt und was weiß ich. Aber, ne? Gut. Während ich jetzt noch auf Ressourcen warte... Brauchen wir noch was an Ressourcen? Wir brauchen bestimmt... Warte. Wir brauchen bestimmt noch Rohre. Davon ein paar bauen. Wir brauchten noch mehr Chemical Plants, glaube ich. Deswegen sind wir überhaupt hier runtergelaufen. Wir brauchen mindestens 2 Fabriken noch. Ja. Also ich würde jetzt ungern nach oben laufen, nur um gleich wieder nach unten zu laufen. Das, ja, weil die Bäume sind auch schon fast... Genau, die hier könnte ich jetzt schon für 3 abbauen. Plop, 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 plop. Also die kleinen bringen 2 Resin, das könnt ihr da rechts sehen. Und die hier bringen 3. Die ganz großen bringen allerdings auch nur 3. Also macht es keinen Sinn zu warten, bis wir die ganz großen bekommen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach die schon alle auseinander. Und lasse nur die... lasse nur die kleinen stehen, wollte ich sagen. Ich habe gerade aus Versehen 1, 2 abgebaut, aber ist egal. Ich denke, auf die 1, 2 kommt es dann auch nicht an. Weil selbst die Kleinen bringen 2 Samen. Und man braucht nur einen Samen, um zu pflanzen. Verdoppelt immer noch seine Anzahl. Das ist okay. Wir brauchen definitiv die Roboter zum Auf- und Abbauen. Das wird sonst viel zu viel Arbeit. Also, Karte. Genau, der kleine Böppel hier. Wir hatten so eine kleine Auswucherung. Also ein Block an Smog hier. Bin jetzt gespannt, ob der gleich zurückkommt, wenn wir die hier alle weg haben. Wobei ich denke, das ist ein langsamer Prozess. Ah, noch ein Vorschlag aus den Kommentaren, dass ich eine Fabrik aufbauen sollte, die nur aus den Dingern hier... Hä? Warum bekomme ich direkt Rubber Seeds? Ah, weil die noch nicht ausgewachsen sind. Okay. Also wenn man die jungen Bäume abpflanzt, bekommt man direkt die Samen. Wenn man die alten Bäume weghackt... Was ja normalerweise der Fall ist, weil man in der Weltgeschichte rumtourt und dann zurückkommt und alles ist fertig. Dann bekommt man das Resin. Und die Idee war eigentlich, dass ich eine Fabrik baue, die aus Resin wieder Samen macht. Aber da ich jetzt ja nur Jungbäume abgebaut habe, ist das alles kein Problem. Okay, aber es wird halt sonst nicht der Fall sein. Das heißt, bei der nächsten Ernte setze ich hier eine Fabrik hin, die dann das alles verarbeitet. Ich kann da keinen Smog sehen, weil da auch keine Radaranlage in der Nähe ist. Also, ich sehe den Smog, aber ich weiß nicht, wie er sich aktualisiert. Naja, so oder so, ich hätte gerne neue Bäume. Und zwar diesmal richtig viele. Alles voll hier. Alles voll. Ich hätte irgendwie
4, 5 Stacks, a 50 Stück. Ja, ich gebe ihm. Wenn das kein Smog aufsaugt, dann weiß ich auch nicht. Achso, ich muss in der Nähe bleiben, ja. Bip, 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 bip. So, wenn die alle erwachsen sind, dürfte ich mehr als genug Samen haben. Moment mal. Sind da jetzt zwei Bubble entstanden? Oder sind die hier alle weggegangen? Mist. Ich hätte mir merken sollen, wie viele Bubble das sind. Also es ist ein Block, zwei Block, drei Blöcke. Drei Blöcke breit ist die massive Stelle. Die Auswucherung hier ist... Ah! Sehr gut. Die Auswucherung war ein vierter Block. Aber anscheinend hat sie das gerade eben aktualisiert und die Auswucherung ist wieder weggegangen. Und mit etwas Glück dürfte sich diese Auswucherung hier, also der dritte Block, ein wenig reduzieren. Ja, sehr schön. Also es scheint zu funktionieren. Selbst in diesem Samenzustand, den sie jetzt hier haben. Wie heißt der? Ich kann das nicht mehr ordentlich mausobern. Da. Im Rubber Seed Zustand. Selbst da saugen sie schon Umweltverschmutzung auf. Guti, guti, guti. Okay, ich sollte jetzt eigentlich hochgehen, ha? Huh? Haben wir irgendwo noch aktuell Probleme? Also ich würde gerne noch viel mehr optimieren, was die Verkabelung hier angeht. Also zum Beispiel hätte ich gerne noch eine zweite rote Fabrik. Aber das wird hier ein wenig wuselig, weil die zweite Fabrik braucht ebenfalls Kupferdraht. Das heißt, sie müsste eigentlich hier oben hin. Aber wenn ich sie hier oben hin tue, können die roten Chips nicht hier auf dem Fließband landen, wo sie hier hin sollen. Da werde ich ein bisschen tricksen müssen. Und ich hätte gerne noch mehr Zwischenkisten. Also Plastik. Plastik staut sich da oben, das ist okay. Batterien stauen sich da oben, das ist okay. Eisen. Staut sich Eisen irgendwo? In der Kiste, meine ich. Sehe ich jetzt ad hoc so nicht. Das sollte auf jeden Fall geändert werden. Und wir sollten eigentlich einen Splitter haben. Warum kommt jetzt nur auf der einen Seite wieder Eisen an? Das verstehe ich nicht. Wir hatten noch extra die Ärmchen umgebaut. Oh, wir hatten alle Ärmchen umgebaut. Das war ein... Hä? Okay, das ist jetzt nicht nett. So. Also anscheinend, wenn beide Ärmchen vorhanden sind, die normalen Vanille-Ärmchen und die Ditec halben Ärmchen, ist das halbe Ärmchen immer schneller. Das ist sehr unfair. Okay. Trotzdem hätte ich gerne noch irgendwo dazwischen einen Splitter. Einfach nur, um sicherzustellen, dass es alles gleichmäßig ist. So. Okay, und dann irgendwo dazwischen eine Kiste. Mit einem sehr schnellen Ärmchen. Wir haben auch sehr schnelle Ärmchen, richtig? Hier im Idealfall, oder? Ja, warum nicht? Machen wir da das hin. Schnelles Ärmchen dahin. Schnelles Ärmchen dahin. Wofür wollte ich Raketen haben? Das ist was Wichtiges. Ha! Nein, nicht für die Raketenwerfer. Nein, ich will keinen Raketenwerfer. Ich wollte eigentlich, genau, Military 3 wollte ich haben, um die Combat Shotgun zu bauen. Raketenwerfer, nee, das Ding war doof. So, und dann hätte ich gerne eine Stahlkiste, die kommt dahin. Ja. Es geht nicht auf. Weil der darf das nicht auf dieses unterirdische Ding legen. Stopp. Stopp. Stopp, das müssen wir alles einen nach oben versetzen. Warum auch einfacher? Du da. Du da. Du nach unten. Du nach da. So, und schon haben wir hier wieder keinen Splitter. Das müssen wir wieder ändern. Bau Splitter. Genau. Dahin, dahin. Und darum. Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Es hatte einen Sinn, dass da kein Splitter war. Auf die linke Seite sollte ja Plastik hin. Okay, 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 okay. Du. Alles gut.
und da ist keine Kiste und trotzdem klappt es, weil die Sachen auf den Boden gelegt werden. Das ist ja cool. Oh ne, so bitte. Und ich hätte gerne, ich habe jetzt noch ein ganz schnelles Ärmchen bekommen, richtig? Half fast, very fast Output Inserter. Hier, bau mir einen very fast. Yeah, gib ihm. Miau, 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 miau. Okay. Wird hier viel Eisen? Ja, hier wird viel Eisen verbraucht. Also hätte ich gerne noch einen, so einen superschnellen. Da, der das Ganze nach unten weiterleitet. Und der hier muss anscheinend nicht schnell sein, weil hier staut sich das Ganze. Wir haben hier nur einen einzigen Abnehmer für Eisenplatten. Das sollten wir später ändern. Wir sollten die Eisenproduktion auf beide Seiten aufteilen. Dass wir hier einen elektrischen Schmelzofen haben, da einen elektrischen Schmelzofen und dann landet alles hier in der Kiste. Damit das Eisen gleichmäßig verbraucht wird. Ja, aber okay. Ich habe hier unten, glaube ich, genug rum. Wo ist dein Problem? Zeit. Okay. Ich habe hier unten genug rumgewuselt. Wir sollten jetzt hochgehen und uns da um die Sachen kümmern. Weil wir haben an allen Ecken und Kanten noch Sachen, die wir heben müssen. Zum Beispiel sehe ich gerade die Brennstoffzellen. Haben die Brennstoffzellen eine Staukiste? Ich glaube nicht. Nächstes Problem, das ich sehe, wir haben nicht genug Kupfererz und nicht genug Kupferplatten. Das muss auch noch behoben werden. Und das muss alles durch elektrische Schmelzöl versetzt werden. Wie schaut es beim Öl aus? Oh, immer noch 1,0. Okay. Batterien kommen keine, weil kein Eisen. Das ist nicht schön. Das staut sich hier viel zu lange. Ja, keine Kiste. Okay, du raus. Wir brauchen eine Stahlkiste. Oder immer 5 davon. So, und von der Stahlkiste aus geht das denn raus. So, das heißt, hier staut es sich jetzt noch, das ist okay. Und sobald es sich staut, wird die Kiste gefüllt. Ja, da sind nämlich 30 Stück drin und Leichtöl ist voll. Deswegen werden die alle nicht gearbeitet haben. Genau, schön schnell produzieren. Verbraucht das ganze schöne Leichtöl. Damit der Tank sich leert, damit das Ding wieder arbeiten kann und das Ding und das Ding und überhaupt. Petroleumgas ist leer. Ja. Ja, das wird das größte Problem gewesen sein in den letzten Folgen, was im Hintergrund gelaufen ist. Die Treibstoffblöcke hier haben sich gestaut. Dadurch hat sich Leichtöl gestaut. Und dadurch, dass zu viel Leichtöl vorhanden war, wurde gar nicht erst Rohöl in Petroleumgas, Leichtöl und Schweröl hier umgewandelt. Damit fängt er jetzt erst wieder an. Und das auch nur langsam. Das ist ein Problem. Weil wir brauchen nicht so viele Brennstoffblöcke, oder? Ich weiß ja nicht, was man später damit auch so alles macht, aber momentan wird sich einfach nur sehr viel stauen. Ich könnte das aufsplitten, dass ich die Hälfte von dem Öl... Ja, es gibt keinen direkten Splitter dafür. Also ich hätte gerne die Hälfte von dem Leichtöl hier hin, um daraus Brennstoffblöcke zu machen und die andere Hälfte dann weiter zu Petroleumgas. Aber das ist nicht so einfach. Wir können mit einer Pumpe arbeiten, wenn wir sie denn irgendwann mal hätten, wenn ich die roten Steam Engines habe. Roten Engines habe. Und dann könnten wir sagen, dass das primär in die Richtung gesogen wird. Und dann würde ein kleiner Teil hier noch ankommen. Aber das ist nicht 50-50. Wenn ich 2 Pumpen nehmen würde, dann müsste es genau aufgesplittet werden. Ja, aber ist nur eine Gedankenspielerei für später. Jetzt brauche ich erstmal einen Tank. So, wo ist der Tank? Da ist der Tank. Du machst bitte hier noch einen hin. Du machst hier einfach eine Verbindung. So. Ich weiß noch nicht, wozu ich den brauche. Ich will jetzt nur, dass das Leichtöl hier rauskommt, damit alle Fabriken... Genau. Damit alle Refineries wieder arbeiten. Haben wir ein ähnliches Problem beim Schweröl? Noch nicht. Hätten wir aber in spätestens einer Folge bekommen. Also, du. Splitte das auf in Leichtöl. Wir brauchen Wasser. Genau, Wasser wollten wir hier oben herholen. Aus dir. Du darfst jetzt doch ein Nebenprodukt haben.